Guten Abend, Thomas Konrad heiße ich, darf den Stützpunkt Hartberg vorstellen. Auf dem Bild hier sieht man im Vordergrund das alte Krankenhaus und weiter oben das neue. Das alte Krankenhaus war von 1910 bis 1999 in Betrieb. Nach jahrzehntelanger Vorlauf ging dann 1999 das neue Krankenhaus in Betrieb und in dem alten Krankenhaus, das ist bestehen geblieben, das Gebäude. Hier ist unter anderem auch das Rote Kreuz, die Bezirksstelle Hartberg untergebracht, was für den Notarztdienst ideal ist. Zuerst möchte ich etwas über die Geschichte unseres Stützpunktes berichten. Der ehemalige Bezirk Hartberg, heute ja Hartberg, politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, ist einer jener Bezirke, in dem im Jahr 1986 das Pilotprojekt Notarztrettungsdienst mit Notarztwagen gestartet wurde. Das Land Steiermark ist zuerst an die praktischen Ärzte herangetreten, um an den Notarztdiensten mitzuwirken. Es wurden seitens des Landes Steiermark finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, dort auch. Es waren damals 1000 Schilling täglich. Die Praxis hat aber gezeigt, dass es für die Hausärzte nicht möglich war, jederzeit einsatzbereit zu sein. Der Modellversuch hat bewiesen, dass der Notarztrettungsdienst ohne Einbindung der Spitäler bzw. der Spitalsärzte nicht funktioniert. Entschuldigung. Die KAGES war damals aber der Meinung, dass der Notarztrettungsdienst keine originäre Aufgabe der Landesspitäler sei. 1990 war dann für den Notarztrettungsdienst eine Zäsur, weil mit dem Inkrafttreten des Steiermärkischen Rettungsdienstgesetzes auch der Notarztrettungsdienst gesetzlich geregelt wurde. Auf Basis dieses Gesetzes konnten Verträge zwischen dem Roten Kreuz und der KAGES zur Gewährleistung des Notarztrettungsdienstes geschlossen werden. Es wurden sukzessive Notarztstützpunkte eingerichtet. Es bedurfte allerdings auch des Engagements einzelner Spitalsärzte und Primarii, diese Stützpunkte umzusetzen. In Hartberg waren dies im Jahr 1990 Dr. Kurt Stoschitzki und Dr. Klaus Mrak, die sich um den Aufbau des Stützpunktes verdient gemacht haben. Zu Beginn war der Stützpunkt tagsüber besetzt und danach auch an den Wochenenden, aber nicht durchgehend. Die Dienste teilten sich drei Ärzte. Ab August 1991 ging der Stützpunkt Hartberg in Vollbetrieb. Und meines Wissens nach war er seither rund um die Uhr besetzt. Der erste Stützpunktleiter war von 1991 bis 2005 Dr. Mrak, der ab 2005 die Bezirksstellenleitung des Roten Kreuzes Hartberg übernommen hat. Der damalige ärztliche Direktor Primarius Resch hat dann mich gebeten, die Stützpunktleitung zu übernehmen. Von Beginn an hat man sich bei uns für das Notarztwagensystem entschieden. Die Vorteile gegenüber dem NEF-System sind aus unserer Sicht sowohl für Patienten als auch für das Notarztsystem gegeben, schon durch das Platzangebot, wie uns auch Kollegen, die vom NEF-System zu uns gewechselt sind, bestätigen können. Seit Einführung haben wir jetzt vier solche Wagen. Die ersten zwei waren VW, das waren Transporter, und dann haben wir zwei solche Mercedes Sprinter. Das ist der zweite seit 2003. Wir hoffen, dass wir den noch länger haben, weil es wird ja allgemein danach getrachtet, auf NEF-System umzustellen. Wir sind aber, wie gesagt, wollen wir uns so lange wie möglich diesen NRW behalten.
Seit 18.11.2015 erfolgt bei uns die Alarmierung für die Einsätze über die Landesleitstelle. Davor war das wie überall in der Steiermark die Bezirksleitstelle. Wir sind einer der letzten Stützpunkte, die hier umgestiegen sind. Zur Statistik, wir haben zwischen 700 und 1100 Einsätze jährlich und da zwei habe ich herausgesucht, also detaillierter eingeteilt, will ich da nicht genauer in Fachgebiete und das waren 2014 und 2015 auch im NACA-Score, das ist, sind durchschnittliche Werte im NACA 3, hauptsächlich 373, NACA 4. Das sind unsere Einsätze so im Jahr. Derzeit fahren am Stützpunkt bei uns 17 Notärzte, die am LKH Hartberg beschäftigt sind und sieben externe Notärzte. Die Anzahl der Notärzte scheint im Hinblick auf die Häufigkeit der Einsätze zu hoch zu sein, ist aber aufgrund des Arbeitszeitgesetzes notwendig, um alle Dienste besetzen zu können. Das Argument der mangelnden Routine ist nachvollziehbar, relativiert sich aber, dass sowohl die hausinternen Notärzte als auch alle externen Notärzte Notarztdienste an anderen Stützpunkten versehen. Das Team am Notarztwagen vervollständigen ein hauptamtlicher Notfallsanitäter und ein weiterer Sanitäter, also der die Notfallsanitäterausbildung hat und ein weiterer Sanitäter, der entweder die Notfallsanitäterausbildung hat oder eine normale Sanitäterausbildung. Das sind die Zivildiener, die vor allem tagsüber eingesetzt werden. Am Stützpunkt haben 9 hauptamtliche Mitarbeiter die Notfallsanitäterausbildung und von den Freiwilligen haben 12 diese Ausbildung. Im Unterschied zu den Zeiten, als ich meine Notarzttätigkeit vor über 15 Jahren begonnen habe, versuchen wir die jungen Kollegen verstärkt auf die Tätigkeit als Notarzt vorzubereiten. Wir, das sind meine Kollegen auch von der internen Abteilung, namentlich Dr. Werner, Dr. Gatterbauer und Kollegen von der anästhesiologischen Abteilung, Dr. Stuhlhofer, Dr. Urschl. Wir haben einen Leitfaden zusammengestellt, dessen Punkte vor der ersten Ausfahrt von den neuen Kollegen absolviert werden sollten. Großteils kann man die im Haus absolvieren und sonst sind eben da mitfahren, da ja die Prüfung oft schon Jahre und die Notarztausbildung oft Jahre zurückliegt vor dem ersten Einsatz, haben wir uns das so vorgestellt. Soweit meine Präsentation des Stützpunktes Hartberg. Gestatten Sie mir abschließend noch eine Anmerkung zur aktuellen Situation der Gesundheitspolitik. Ziel der geplanten Gesundheitsreform kann nur sein, wie erreichen wir eine optimale medizinische Versorgung für jeden einzelnen Patienten. Dies kann meines Erachtens nur dadurch erreicht werden, wenn das Krankenhaus und der niedergelassene Bereich den hilfesuchenden Patienten flächendeckend ein hohes Niveau